Käufer, die versuchen, den Preis zu drücken, dieses Szenario fürchten viele, die eine Immobilie verkaufen wollen. Das verleitet sie zu dem Fehler, einen höheren Verkaufspreis anzusetzen, um Verhandlungsspielraum zu haben. Aber Vorsicht, das wirkt schnell unseriös und schreckt Interessenten ab. Die Folge? Die Vermarktungsdauer zieht sich in die Länge. Am Ende passiert das, was man nicht wollte. Die Immobilie muss unter Wert verkauft werden, um überhaupt noch einen Käufer zu finden. Eine bessere Strategie ist die Wahl eines Angebotspreises, der unter dem Realwert der Immobilie liegt. Das erhöht das Interesse, sodass Sie ein Bieterverfahren durchführen können. Da es dabei einige rechtliche Faktoren zu beachten gilt, lassen Sie das am besten von einem Profimakler durchführen. Bevor Sie also in die Preisverhandlung gehen, müssen Sie wissen, wie viel Ihre Immobilie wirklich wert ist. Da die Wertermittlung ein komplexes Verfahren ist, lassen Sie diese am besten von einem Immobilienexperten durchführen. Sie möchten wissen, wie viel Ihre Immobilie aktuell wert ist und sind auf der Suche nach der passenden Strategie für den Verkauf? Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.